Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Ich sehe, ich halte die Löwenzahnblüten in die Hand, dann wird es heute was aus Löwenzahnblüten was gezaubert. Und ich habe fertig gekocht diese leckere Sirup oder Honig, wie kann man das nennen? Es ist was dazwischen. Es ist richtig dickflüssig, fast wie flüssige Honig. Und schmeckt auch sehr lecker. Mein Mann sogar sagt, es schmeckt nach Honig. Für mich ist das irgendwie so Geschmack zwischen Ahornsirup und Honig. Schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Ich habe es immer mit dem weißen Zucker gekocht und einfach nur die Zitronen dazu gegeben. Dies Jahr habe ich braunen Zucker genommen und noch ein Stückchen Ingwer reingemacht. Und ich muss euch sagen, es ist geschmacklich wirklich unterschiedlich. Aber beide schmecken sehr gut. Und wenn man so verschiedene Varianten macht, dann freut man sich im Winter, was Leckeres aufmachen. Und wenn man so ein Gläschen aufmacht, dann denkt man bestimmt an diese wunderschöne Löwenzahnwiese. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie ich es gekocht habe, wie ich es zubereite. Aber erstmal gehen wir auf die Wiese und holen wir uns erstmal genug Löwenzahnblüten. So, jetzt Blüten haben wir gesammelt und ich habe die erstmal draußen stehen lassen. Nicht direkt auf die Sonne, kann man die einfach auch auf die Zeitung streuen und dann werden die ganz kleinen Insekten, was da alles ist, in halber Stunde ist alles weg. Weil wenn die Pflanze ist sozusagen tot, weil es wird abgeschnitten, dann die Bewohner gehen dann auch weg. Die Blüten werde ich jetzt nicht abwaschen, weil es ist schade um diesen Blütenstaub. Weil es ist eine wirklich eine Biowiese. Da kommt kein großes Auto vorbei oder sonst was. Es wirklich kann man die nehmen. Und das würde ich euch auch raten, irgendwo am Waldrand das zu sammeln. Nicht irgendwo, wo die Straße ist und großes Verkehr. So. Dafür brauchen wir, ich werde euch so grob so sagen, wenn ich jetzt eine Hand so die Hände voll habe, für diese Mähne ungefähr so ein Glas Wasser, so 250 Milliliter Wasser. Lieber mehr als weniger, dann wird das kräftiger im Geschmack. Oh, jetzt habe ich die ganze Blütenstaub. Wenn eine unbedingt nicht mag, dass das Grünes dabei ist, kann natürlich auch so abschneiden. Dann habt ihr dann nur Blüten. Mich stört das absolut nicht, weil Löwenzahn zählt zum Heilpflanzen und deswegen kann man alles von ihnen essen. Die Blätter kann man in Salat schneiden. Für diese Mähne ungefähr wird hier richtig so 4 volle Hände. Nehme ich jetzt 1 Liter Wasser. Ganz normale Leitungswasser. Es soll ungefähr, dass die Blüten stehen im Wasser. Da muss man sehen, wenn man erstmal ein bisschen mehr genommen, ich zähle die nicht. Manche zählen da 300 Stück Blüten, das mache ich wirklich nicht. Es wird alles prima Daumen gemacht und alles wird funktionieren. Wenn das bisschen zusammenfällt, dann werde ich in Glasschüssel das machen, weil ich merke, dass jetzt passt das noch nicht. Und gebe jetzt noch ein bisschen Wasser. Das Wasser müssen wir abmessen unbedingt, weil so viel Wasser, so viel wird dann auch Zucker. Wenn wir jetzt 1 Liter Wasser nehmen, dann werden wir auch 1 Kilo Zucker später nehmen. So, jetzt habe ich alles hier in meine Glasschale reingemacht haben, alles etwas besser als im Plastiktopf und mache jetzt nur einfach den Teller oben drauf, dass die Blüten unter Wasser sind. Und so kann es jetzt stehen bis morgen.
So, meine Schale stand über Nacht im Kühlschrank. Jetzt sollen wir diese ganze Blüten absieben. Viele erstmal kochen das und lassen das über Nacht ziehen und dann es absieben. Ich mache immer so, dass ich die so diese rohe Blüten lasse erstmal ziehen und dann koche ich auf. Aber ich denke, mir ist es beides nicht falsch. So geben wir so auf ein Mulltuch, auf den Sieb. Mache jetzt etappenweise, drucke erstmal alles richtig gut aus. Könnt ihr sehen, richtig schöne gelbe Farbe. Die Hände müssen sauber sein, dass es alles nicht in unseren Sirup oder Honig, wie das man kann, man nennt, reinkommt. Richtig schön ausdrucken. So, habe ich jetzt durchgesiebt, habe ich zweimal durchgesiebt. Erstmal nach den Blüten und dann nochmal doppelte Mulltuch genommen und nochmal durchgesiebt und gleich abgemessen. Ich hatte jetzt Flüssigkeit 1 Liter 200 Milliliter. Und so viel nehmen wir dann Zucker. 1 Kilo 200 Gramm. Ich habe mir schon hier vorbereitet. Ich habe immer mit dem weißen Zucker gemacht. Aber dieses Jahr möchte ich gerne probieren mit dem braunen Rotzucker. Mal sehen, ob das gibt dann Unterschied im Geschmack. Ich denke mir, dass die Farbe wird wahrscheinlich noch dunkler. Geben wir das jetzt in unsere Suppe rein. Und noch 200 Gramm. So, ein bisschen umrühren. Ja, das wird viel dunkler. Wird dann wirklich wahrscheinlich so wie Honig aussehen, dunkler Honig. So, dazu geben wir noch von Bio-Zitrone die Schale. Muss nicht ganze Zitrone sein, so wie ihr es gerne möchtet. Und diesmal möchte ich gerne noch ein kleines Stückchen Ingwer dazu geben. Ich habe jetzt schon in Scheiben geschnitten, ich habe ihn nicht geschält, weil ich werde dann die Schale und dann nach einer Weile rausnehmen. Kann ich mir dann in Tasse reinmachen und gleich den Tee zubereiten. Gebe ich auch gleich dazu. Das ist natürlich Geschmackssache. Wenn ihr das möchtet, gerne probieren. Ich werde am Ende dann sagen, wie das schmeckt, das mit Ingwer. Und dann brauchen wir noch Zitrone. Kann man ganze Zitrone nehmen, aber meine Zitrone ist richtig groß, deswegen werde ich bestimmt nur die Hälfte nehmen. Kann man oder Saft oder schneidet dann die Scheiben und gibt dazu. Ich würde aber natürlich raten, dann das Weiße abzumachen, egal, dass es Bio ist, dass es vielleicht dann wird es diese Bitteres nicht zu toller sein. Einfach so grob abschneiden. Zitronenschale haben wir da drinnen, dann reicht das schon. Und dann natürlich nach den Kernen. Kerne können auch ein bisschen bitterer Stoff geben. Vielleicht so ein, zwei könnte sein, aber nicht viel. Manchmal hat man in den Zitronen oder in Zitrus sehr viel Kerne, nicht zu viel Kerne. Aber wenn mal ein paar Stück dazu, schadet es nicht. So, jetzt haben wir alles drinnen. Hier den unser Hirsut ist richtig schon ziehen, weil den Zucker fängt schon auflösen und dann können wir schon eigentlich langsam an den Herd gehen und langsam das köcheln. Es dauert, muss mal sehen, wie es lange dauert, weil es kommt nach den Mähne, welche haben wir im Topf und wahrscheinlich liegt auch an dem Zucker. Wir müssen so lange das kochen, dass wir kriegen dieses so eine dick flüssiges Sirup. Es soll was zwischen Sirup und Honig sein. Nicht dünner, aber auch nicht fest. Es ist keine Gelee. Was wollt ihr gerne auch sagen über den Löwenzahn? Löwenzahn ist reich an verschiedenen Wirkstoffen. Die Blätter enthalten Provitamin A. Er ist reich von Vitamin C, Vitamin B, Kalium, Phosphor und weiterhin mit Mineralstoffen, ätherische Öle, Bitter- und Schleimstoffen. Der Löwenzahn ist ein Stoffwechsel- und Heilkraut, welches insbesondere
sehr gut bei der Rheuma, Arthritis oder Gicht entschlackend wirkt und steigert unsere Wirkung für die Verdauung, wie zum Beispiel hilft der Leber und Galle, wirkt das harntreibend und stärkt somit das Bindegewebe. Das ist wirklich ein sehr tolles Heilkraut. Und wir mögen es so gerne im Winter, diese flüssige Gold einfach uns aufs Brotchen geben und das Essen. Das echt schmeckt sehr wunderbar. Ich weiß natürlich nicht, ob das noch 100% alle Wirkstoffe durch das Kochen enthalten, aber ich hoffe, das bleibt trotzdem was bisschen auch diese Heilwirkstoffe von Löwenzahn. Jetzt kann man auch das zubereiten mit dem Honig, aber dann nicht kochen, sondern die Blüten, ich würde dann aber diese Grünes abschneiden, nur dass die gelbe Blüten nehmen und in Honig anlegen, auch mit den Zitrone und einfach 2-3 Wochen ziehen und dann absieben. Dann wird das nicht gekocht, dann wird es wirklich 100% Bio. Aber den werden wir jetzt auch kochen. Und so ein Sirup hält bis ein Jahr, aber 100%. Danach, wenn es wird zu lange gelagert, das kann passieren, das wird natürlich Zucker kristallisieren. So, jetzt gehen wir in den Ofen und lassen wir es langsam köcheln. So, ich möchte euch zeigen, jetzt nach Aufkochen, wo aufgekocht, habe ich meine Hitze auf 1 nur gestellt und jetzt köchelt sie sich nur ganz langsam vor sich hin. Und mal sehen, ob das 20-30 Minuten eventuell reicht oder doch länger. Wenn ihr möchtet, gerne sowas wie zwischen Sirup und Honig, wo kann man dann schön aufs Brotchen drauf machen, dann müssen wir schon etwas länger kochen. Ich werde auf jeden Fall euch sagen, wie lange habe ich gekocht. Die Gläser habe ich jetzt schon in den Ofen hier, in den Backofen gestellt. Zum Sterilisieren einfach abgewaschen auf 120 Grad Ofen aufgeheizt und so 10-15 Minuten, dann kann man den Backofen ausmachen und wenn wir dann die brauchen, einfach rausholen. So, liebe Freunde, ich habe den Sirup 1 Stunde 45 Minuten ganz langsam köcheln lassen. Warum so lange? Weil ich wollte gerne dieses Konsistenz erreichen, weil ich möchte nicht unbedingt Sirup, sondern dass es wie ein flüssiger Honig soll sein. Jetzt machen wir das. Das ist ein Bio-Honig und ihr könnt ja sehen, wie flüssig er ist. So, und wenn wir jetzt sehen, ich habe mir ein paar Tropfen drauf gemacht und schnell in den Kühlschrank gesteckt und jetzt können wir sehen, dass es richtig schön dick flüssig ist. Davor habe ich ein paar Mal probiert, es war noch relativ flüssig, deswegen so lange. Ihr könnt ihr natürlich selber entscheiden, wie dick sollt dieses Sirup oder flüssige Löwenzahnhonig sein. So, jetzt ist er gleich heiß, sollen wir in unsere Gläser auffüllen. Die Gläser habe ich schon im Backofen sterilisiert, die sind noch warm und unbedingt sollen die trocken sein, nicht nass. Und im Backofen funktioniert das wirklich super. Ich mag gerne es in kleinere Gläschen das auffüllen, weil dann reicht es für längere Zeit und immer so ein kleines Gläschen aufmachen. Und wenn wir das aufmachen, dann erinnern wir uns von dieser schönen Wiese mit Löwenzahnblumen. So, jetzt werden wir das auffüllen. Schon vorsichtig, weil es ist sehr heiß und durch das rohe Zucker ist das wirklich Sirup sehr dunkel. Wenn man nimmt mal weiße Zucker, ist das viel heller. Manchmal ist fast sonnengelb. Der Rand ist sauber. Durch das Trichter, das kann man schön sauber auffüllen. So richtig fest drehen. Und ich mache so für kürzere Zeit, für 5 Minuten auf den Kopf. So, liebe Freunde, das ist jetzt diese Mähne, was ich rausgekriegt habe. Jetzt lasse ich die noch 5 Minuten so stehen und dann drehe ich die um, decke einfach zu und lasse die über Nacht
abkühlen. Und morgen werde ich hier eine nicht ganz volle aufmachen und zeigen euch, wie es das dann aussieht, wenn es das kalt wird. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auf eure Kommentare, auf Daumen hoch. Vielen lieben Dank, liebe Freunde. Und ich wünsche euch viel Spaß, viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Auch so, und das wird nicht einfach so weggeschmissen, das wird einfach eine Kräuterjauche zubereitet, zu den Brennnesseln dazu. Für später, für Dünnen.